Lichtspiel, Kunst und Fotografie. Eine Ausstellung von Karin Müller-Grunewald präsentiert die Gemeinde Kleinmachnow in ihrem Rathausfoyer. Karin Müller-Grunewald kann ihre Fotomontagen als Lichtspielkunst bezeichnen. Ein Begriff, der treffender nicht sein kann. Man glaubt, etwas zu erkennen, ein bekanntes Gebäude, eine Landschaft, laufende Sportschuhe, doch man kann das Motiv nur schwer mit dem Auge erfassen, da es von anderen Gebäuden, Lichtreflexen oder Bewegungsunschärfen überlagert wird. Das, was man zu sehen glaubt, kann man nur erahnen, so dass das komplette Bild im Kopf des Betrachters Gestalt annehmen muss. Die Künstlerin fotografiert symbolträchtige Gebäude wie das Brandenburger Tor oder Ereignisse wie den Berlin-Marathon aus verschiedenen Perspektiven, wobei die Farbigkeit des Lichts eine wichtige Rolle spielt. Durch Überlagerung mehrerer Aufnahmen entsteht ein Verfremdungseffekt, der das abgebildete Motiv in eine andere räumliche Dimension versetzt. Gleichzeitig werden die Farben intensiver und beginnen zu leuchten, so dass jeder Betrachter von dem Lichteffekt, der von dem Bild ausgeht, fasziniert ist. Also ich freue mich auch, weil ich finde, hier kommen meine Bilder auch ganz gut zur Geltung, weil viel Platz ist und man zurücktreten kann und auch mal von ein bisschen weiter weg beobachten kann, was sich auf dem Bild alles abspielt. Und wenn man herantritt, entdeckt man noch mehr. Es ist ja dann immer irgendwie wie so ein Wunder, weil man dann was sieht, was vorher gar nicht zu sehen war. Also kann man hier sagen, die Umwandlung einer Fotografie in ein Gemälde. Ja. Ja, ein bisschen. Also ich bleibe ein bisschen bescheiden. Ich experimentiere eben. Ich baue ein Bild. Also ich aus einzelnen Fotos baue ich sozusagen von meinem Gefühl her für den Augenblick der Entstehung der einzelnen Fotos, baue ich das Ergebnis, was in mir zurückgeblieben ist. Man glaubt, etwas zu erkennen, ein bekanntes Gebäude, eine Landschaft, laufende Sportschuhe. Doch man kann das Motiv nur schwer mit dem Auge erfassen, da es von anderen Gebäuden, Lichtreflexen oder Bewegungsunschärfen überlagert wird. Das, was man zu sehen glaubt, kann man nur erahnen, sodass das komplette Bild erst im Kopf des Betrachters Gestalt annimmt. Immer spielt dabei die Farbigkeit des Lichts eine besondere Rolle. Die Überlagerung mehrerer Aufnahmen hebt das Motiv in eine andere räumliche Dimension.